Motivation, Ehrgeiz, Ausdauer, das sind Attribute, die es für sportliche Höchstleistungen unbedingt braucht. Und das sind auch Eigenschaften, die für wirtschaftlichen Erfolg wichtig sind. Beim Alumni-Wochenende des Management Centers Innsbruck werden heuer Parallelen zwischen Sport und Wirtschaft gezogen. Sport und Wirtschaft erfordern beide Leistung. Und Leistung heißt Disziplin, Leistung heißt Ziele zu haben, Ziele sich zu setzen, heißt trainieren, heißt konsequent an etwas glauben, heißt auch Teamwork. Leistung und Wirtschaft und Sport haben sehr viel auch damit zu tun, dass man einander vertraut im Team, dass man einander unterstützt, dass man gemeinsam an etwas glaubt und dass man nicht aufgibt und auch diese Dinge wie Pausen machen, trainieren, nicht übertrainieren, Quick Wins zu feiern und ähnliche Dinge. Man kann voneinander, von diesen unterschiedlichen Dingen wechselseitig sehr viel lernen. Ex-Skirennläuferin Maria Höfel-Riesch ist zu Gast. Seit dem Ende ihrer Sportkarriere ist die Anfang 30-jährige Wintersportexpertin fürs Fernsehen, hat sich im Bereich von Fitnessprogrammen einen Namen gemacht und entwirft auch Fitnesskollektionen. Egal um was es geht, auf die entsprechende Motivation kommt es an. Und wenn die irgendwann einmal fehlt, dann hilft Rückbesinnung über die Krise hinweg. Bei mir gab es natürlich auch Motivationslöcher, wenn es beim Skifahren mal nicht so gelaufen ist, eine Zeit lang. Ich habe halt dann immer wieder versucht, mir mein Ziel wieder vor Augen zu führen und dann natürlich auch, wenn man schon mal was erreicht hat, sich daran zurückzuerinnern, was das für ein tolles Gefühl ist. Und heute, wenn ich jetzt zum Beispiel mal keine Motivation habe, Sport zu machen, ich muss was machen, ich möchte fit bleiben, das ist meine Motivation, die lässt manchmal auch ein bisschen nach, wenn ich viel unterwegs bin, wenig Zeit habe. Aber dann versuche ich auch immer wieder, mich darauf zurückzubesinnen, wie gut man sich fühlt, wenn man sich ein bisschen bewegt hat. Motiviert ist auch der zweite Vortragende, Kurt Matzler. Und der verbindet auch Sport und Wirtschaft. Der Professor für strategisches Management nimmt vergangenes Jahr am Race Across America teil, einem der härtesten Radrennen der Welt mit 4.800 Kilometern und 52.000 Höhenmetern. Eine Mammutaufgabe. Und solche zu meistern gilt es auch in der Wirtschaft. Jeder Sportler, der ein großes Projekt hat, wie beispielsweise das Race Across America, muss das ganz große Ziel vor Augen haben. Und das muss er so verinnerlichen, so sich in das Gehirn brennen, dass er das permanent abrufen kann, wenn es schwierig ist. Ganz ähnlich ist es in Unternehmen. Ich brauche eine Vision, ich muss wissen, wo ich langfristig hin möchte. Und ich muss auch eine klare Vorstellung haben, wie die Welt dann aussieht, wenn ich dieses große Ziel erreicht habe. Das ist die eine Geschichte. Auf der anderen Seite brauche ich aber immer wieder auf dem Weg kleine Quick Wins. Das heißt, ich muss immer dieses große Ziel vor Augen haben, darf aber nie daran denken, wie weit es noch ist, dieses Ziel zu erreichen, sondern muss man dann kleine Quick Wins schaffen, sodass ich permanent kleine Erfolgserlebnisse habe und permanent Motivationsschieber. Aber immer das große Ziel vor Augen. Netzwerken ist neben Inspiration und Motivation ein weiterer Schlüssel zum Erfolg. Und auch dazu haben die Besucher vom Alumni-Wochenende des MCI reichlich Gelegenheit.